Das Lächeln fürs Gruppenfoto fällt ihnen nicht schwer. Schließlich wird für 30 Studentinnen und Studenten der Uni Bonn das Leben ein wenig leichter. Sie sind jetzt NRW-Stipendiaten und werden mit 300 Euro monatlich gefördert. Eine Summe, die durchaus einen Unterschied machen kann. Ich denke, das ist genau die Summe, die ein Student, ich sag mal, durch einen Nebenjob verdienen kann. Und insofern ist es eine sehr schöne Entlastung. Ja. Man studiert entspannter. Also wenn ich jetzt auf Ausstellungen oder so gehe, also dann habe ich mir früher nie so einen Ausstellungskatalog oder so gegönnt. Und dann jetzt denke ich, ach, nimmst du mit, das ist so interessant. Und dann, also ich versuche auch das Geld für sowas auszugeben. Also wirklich für die Uni. Man hat das Gefühl schon, dass es... dass man so schlecht nicht sein kann oder dass es sich schon gelohnt hat, auch was zu tun. Und ich werde zum Beispiel wahrscheinlich länger in meiner jetzigen Wohnung bleiben können mit dem Geld. Das Konzept der NRW-Stipendien ist in Deutschland einzigartig. Das Land teilt sich die Förderung mit Stiftungen wie der Universitätsgesellschaft Bonn, Unternehmen, aber auch privaten Geldgebern. Als Unternehmen, insbesondere als Unternehmen, das hier in Bonn ansässig ist, möchten wir natürlich auch diesen Beitrag leisten. Und diese Initiative, die Stipendieninitiative, hat uns überzeugt. Wir machen das sehr gerne, denn wir profitieren natürlich auch letzten Endes als Unternehmen davon. Ich meine, ich habe selber mal studiert und da war es manchmal auch sehr, sehr knapp und es wäre schön gewesen, wenn ich sowas gehabt hätte. Und da finde ich, das ist absolut richtig, dass man die unterstützt, die wirklich was leisten. Und das sollten viel, viel mehr Leute machen. Die Kultur des Förderns steckt in Deutschland noch in den Kinderschuhen, anders als in den USA, wo viele Alumni ihre ehemalige Uni und deren Studenten finanziell und ideell unterstützen. Es geht ja auch um eine andere Kultur des Denkens. Wichtig ist ihr, Wissenschaft als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu begreifen, die nicht nur, dies natürlich auch, der Unterstützung des Staates bedarf, sondern es ist in das Bewusstsein zu heben, dass Wissenschaft alle Sektoren der Gesellschaft betrifft. Private Förderung ist ein Konzept mit Zukunft, da letztendlich Wirtschaft und Gesellschaft von hochqualifizierten Absolventen profitieren. Stifter und Stipendiaten dürfen also zufrieden sein. Die einen, weil sie fördern können, die anderen, weil sie gefördert werden.